Ich habe hier einfach. Vielleicht doch noch mit 10 km/h langsamer. Oder doch auch. Geh aus dem Weg. Keiner mag Schnee. Keiner mag. Und das bremst auch noch. Es geht weiter hier und wir müssen jetzt ein bisschen schnell unterwegs sein, weil ich habe eine Eilieferung angenommen nach Emerald Junction und für die habe ich nur 3 Ingame-Stunden Zeit, aber praktischerweise ist die Fracht hier genau nebenan und die Musik ist auch so, das heißt, ich darf mich jetzt aber auch nicht zu sehr verhaspeln in der Geschwindigkeit. So. So, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen. Wir müssen halt auch gucken, dass das an einem Beeilen wir nichts zu sehr kaputt machen. So, gut. Dann drehen wir uns mal, um die Fracht anzudocken. Das interessante Weise hier an denen funktioniert immer deutlich besser als an der Raumstation. Na komm. Und zurücksetzen. Ganz sanft. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Ein bisschen langsamer. Ein wenig. War immer so ein Mix aus, ich gebe zu viel Gas und ich bin zu langsam hier. So. Ja, Aufsatz. Das hat wie am Schnürchen geklappt, das Aufsatteln. Wenn es euch übrigens gefällt, dass das Aufsatteln hier wie am Schnürchen klappt, dann lasst gerne einen Daumen oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch in die Playlist zu Star Trucker rein oder in die zu anderen Spielen. Da gibt es nämlich noch viel mehr auf meinem Kanal. So. Und wir Star Truckern uns jetzt hier erstmal nach Medusa 6. Fällt mir ein, das ist doch ein Express-Tor, oder? Ein Express-Tor kostet mich Geld. Nee. Nee, nach Emerald Junction ist es ein Express-Tor. Auf dem Emerald Junction sind wir dann auch relativ schnell in dieser Junktown. Jetzt geben wir hier ruhig ein bisschen Gas. Kann nicht viel schief gehen, hoffe ich. Außer Asteroiden, die hier scheinbar rumfliegen. Aus dem Grund eigentlich richtig Gas geben sollte man nur auf diesen Highways, auf den markierten Straßen. So, jetzt können wir schon mal langsam anfangen zu bremsen. Ah, genau, das ist eins, das nicht kostet. Die sind anders vom Design her, die wo kosten. Aber ich meine, nach von dort nach Emerald Junction kostet es. So, jetzt schauen wir mal kurz. Wir sind jetzt 0042. Und wie viel sind wir dann, wenn wir ankommen? Das ist die spannende Frage. So, und wir können 0042 die Antwort auf alles. Boah. 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 Das hat aber echt lang gedauert. Alter Falter. Boah. Wenn ich da nicht, wenn ich da nicht irgendwie eine blöde Strafe bekomme. Achso. Dass diese Zeit so extrem ist, hätte ich es nicht gedacht. So, aber mal ab in Richtung. Na gut, aber irgendwie muss die Zeit ja vergehen, weil wenn ich das so schaue, die Zeit vergeht echt, geht halt nicht schneller tatsächlich. Ach komm schon. Der da vorne ist langsam. Ganz schön schnarchig unterwegs.
Ich habe hier einfach. Vielleicht doch noch mit 10 km/h langsamer. Oder doch auch. Geh aus dem Weg. Keiner mag schnell. Keiner mag. Und das bremst auch noch. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das ist auch noch zerbrechliche Kraft. Ah, was machst du denn? Fahren wir hier mal. Also, das war echt ein Trantit. So, hier, Express-Tor. Warnung, Trümmer in der Nähe. Ja, wenn der weiter so langsam gefahren wird, wären da noch viel mehr Trümmer gewesen. Das beschwert euch mal nicht. Mal gucken, wie viel Zeit da vergeht. 2 Uhr, 2 Stunden, 2 Uhr 15. Und das ist noch ein Express, das sollte auch schneller gehen. Sehr gut. Temperatur in deiner Kabine erreicht ein gefährliches Niveau. Achte auf, dass Temperaturstand im Betrieb ist und eine Einstellung im aktuellen Sektor entsprechend. 68 Grad. Heizung heiß, Heizung kalt. Nochmal so. Aber erstmal abladen. Das Abladen ist ja in der Nähe. Das könnte noch klappen. Dann hätten wir auch gut unser Konto ausgeglichen. Was beschwert sich denn? Ah, Temperaturregulator, den muss ich mir gleich mal angucken. Wow, bremsen. Zerbrechliche Fracht, da müssen wir ein bisschen vorsichtig damit sein. Zerbrechliche Fracht doch als Eilfracht annehmen. Das war eine geniale Idee, Iridas. Nicht? Ganz ehrlich. War absehbar, dass das im schlimmsten Fall schief geht. So. Jetzt mal hier in die Abladezone rein. Sehr gut. Abladen. Mal gucken. Wow. Das hat sich jetzt tatsächlich gelohnt. Grundbezahlung, dann ein Bonus für zerbrechliche Ladung. Vorsichtiges Fliegen. Das kam mir irgendwie nicht so vor. Makellose Fracht. Und frühe Lieferung. Wobei, früh ist relativ. Das ist ziemlich just in time. Wow. Und es gibt neue. Bestätigen. Okay, dann eins nach dem anderen. Fertigkeiten. Schalten wir hier mal die Stufe 3 für die zerbrechlichen Ladungen frei. Damit wir das wirklich maximal ausbeuten können. Und dann nehmen wir mal als nächstes die Just-in-Time. Okay, jetzt ist die Seite langsam, aber sicher. Vielleicht nehme ich dann eher tatsächlich, als auf der Seite bleibt, als nächstes das hier. Keine verfügbaren Fertigkeitspunkte. Das sah wie kurz so aus. So. Gut. Jetzt, was ist die Temperaturregelung, sagt man, hier ist kaputt. Was ist das hier unten? Und da ist der Murks kaputt. Dann holen wir doch da mal einen frischen Murks. Die Murks, die waren hier unten. Ja. Murks. Murks raus. Da muss ich nicht die Sicherung rausmachen. Murks rein. Meinen kaputten Murks. Der kommt hier hin, der wird mir nicht mal direkt mit drauf. Braucht man nicht.
If you're cruising around the galaxy with unsecured cargo, you're putting your health and safety at risk. Cargo Pal has containers of all shapes and sizes to keep your truck caps safe. Keep your cargo secure and organized with Cargo Pal. Ja, kann ich die auch in echt kaufen? Also im Spiel? Gut aus. Okay, Energie sieht noch ganz brauchbar aus. Trotzdem sollte man nach Batterien schauen. Der Plug sieht noch gut aus. Der Anzuglader. Ich muss mal kurz den Anzuglader checken. Was da kaputt ist. Da ist auch der Anzug, leider braucht auch ein auch frisches Morphs. Ah, da, langsam müssen wir die mal nachkaufen, die Morphs. Es wäre schön, wenn die etwas austauschen können mit einem kritischen System. Noch was anderes draufdrücken? Scheinbar nicht. So. Einmal den Morphs einsetzen. Ich sag das so gerne, hätte eben Morphs einsetzen. Das ist aber echt eine Steilvorlage. Da haben sie es auch schön übersetzt, wenn es so gewollt wäre. So, also Morphs und Batterien können wir noch ein paar kaufen. Dann mal in Richtung Shop. Dann wieder in Richtung Auftragsbörse. Gut. Starbreak Supplies. Und ich glaube, und das sieht mir irgendwie so aus, als wäre das eine große Tankstelle. Vielleicht ist Tanken hier billiger. Aber lohnt sich eigentlich fast nicht. Das schauen wir doch mal tatsächlich. Hier ist auch tatsächlich eine große Tankstelle, schau ich das mal an. Dann gehen wir doch mal kurz hier hin und schauen, ob das günstiger ist als in Atlas Prime. Saftsäule Nummer 1. Ganz schön verschwenderisch am Platz, ja. So, ein bisschen zurück. So, jetzt sollte sich doch das Tankfeld öffnen, oder? Hallo? War das ein Augensymbol? Ich soll irgendwo hinschauen. 0,56? Ne, ist nicht billig, aber wenn ich schon mal da bin, kann man kurz voll tanken. Gerade haben wir auch ein bisschen Geld übrig. Sollte man gleich nutzen. Okay, ich habe wohl irgendein Event verpasst, auf das ich schauen sollte. Sei es drum. Gehen wir hier kurz noch zu Starbreak Supplies. Bremsen. Hm, gar nicht so übel, glaube ich. Machen wir hier kurz mal ein bisschen hoch noch. Bremsen. Runterziehen. Genau, ich sag Hallo in den Twitch-Chat, danke fürs Einschalten und Zusehen. Und danke auch für das Listen auf YouTube. Wenn ihr gerne was kommentieren möchtet, wenn ihr Fragen habt und so weiter, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genau. So. Ach, da komm schon. Zurück noch. Jetzt, Maglock ist bereit. Wir Maglocken an. Jetzt. Lass mal kurz sehen, was es hier Gutes gibt. Erstmal gibt es hier Batterien. Das ist sehr gut. Luftfilter gibt es auch. Morphse gibt es auch. Und sie sind auch günstig im Preis. Genauso wie die Batterien. Hier gibt es die Dinger, die sind aber immer günstig im Preis. Putzmittel sind auch günstig. Da könnte man ein bisschen was mitnehmen, tatsächlich. Karton mit verschiedenen Kleidungsarten. Ja, aber
Jetzt schauen wir mal kurz, dass wir hier ein bisschen Zeug verkaufen vielleicht. Wetten, es ist der letzte Körper. Genau. Nein, es ist nicht der letzte Körper. Na gut. Ausnahmsweise mal nicht. Kurz sehen, habe ich noch was anderes dabei? Nee, ich glaube, das war nur die Medizin. Die Lebensmittel hatte ich schon verkauft. Dann kann man mal kurz die kaputten Murkse verkaufen. Oh, die kann man gut über Preis verkaufen. Die haben wir deutlich. Aber es ist halt nicht viel. Ich überlege. 1300, 666. Dann nehmen wir noch von diesen. Mit den Batterien. Hier, dann nehme ich davon was mit. Lohnt sich etwas davon? 1200 ist zu teuer. Stimulantien sind. Was ist das hier? Das ist. Ein Murks wollte ich auch noch mitnehmen. Das kostet uns 600, haben ein bisschen was übrig. Gefällt mir gut. Handel bestätigen. Dann können wir einladen. Und das war es wieder mit Star Trucker, dem Spiel, bei dem wir zu chilliger Musik durch den Weltraum cruisen und mit unserem Weltraum-LKW allerlei Waren abliefern. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein oder in die Playlist zu Star Trucker. Wenn ihr auf Twitch vorbeischaut, könnt ihr mir dort folgen und mir live beim Spielen zusehen. Alle Links findet ihr in der Kanal- und Videobeschreibung. Ich sage hier danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Star Trucker.